Schon ganz oft bin ich nach Apolda gefahren, habe von der Landesgartenschau berichtet und jedes Mal habe ich mich gefragt, wer bringt das hier alles in Ordnung? Ist das die Landesgartenschau oder sind das ganz, ganz Leute aus Apolda? Hallo, ich grüße euch. Hallo, ich grüße euch auch. Tschüss. Na, tschüss, machen Sie es gut. Ja, ich habe gerade mal bei meiner Anmoderation schon gesagt, ganz oft bin ich hier schon rumgefahren und habe mich immer gefreut, wie schön es da hier war. Und wir sind immer ganz fleißig. Und wo kommt ihr her? Also das ist ein Projekt von der Apolda Avantgarde Kunstverein. Hm. Und wir haben also im vergangenen Jahr hier angefangen mit Kindern der Grundschule am Schödner Grund, diese Verkehrsinsel zu verschönen. Es heißt Apolda und seine Partnerstädte. Sie sehen also hier ganz schön die ganzen Symbole für die Partnerschaftsländer. Mhm. Und das wollen wir natürlich auch immer versuchen, ein bisschen schön zu halten. Und da haben wir im April der Apolda Stadt die Verkehrsinsel übergeben, bepflanzt und gestaltet von den Kindern und von uns. Und wir haben eine ganz tolle Partnerschaft mit der Internationalen Städtepartnerschaft in Apolda. Die helfen uns und wenn ich anrufe, dann sagen alle, ja, wir kommen, wir machen also einen ganz schnellen Großeinsatz. Damit wir also im Rahmen dieses Zeitraums der Landesgartenschau auch Apolda als Eingangstor als Willkommensgruß schön gestalten wollen. Also wir freuen uns jedes Mal. Ganz tolle Aktion und wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Die restlichen, weiß nicht, 3 Monate noch, ne? Ja, wir sind dran und versuchen das immer weiter so machen. Und ich weiß, ich habe ganz zuverlässige Partner. Dankeschön. Ich freue mich. Richtig toll. Kannst ruhig noch mal rumschauen hier, Christiane. Schwenk ruhig noch mal rein. Bei der Arbeit, ja. Immer gut bei der Arbeit. Ja, das ist unser Dankeschön als Kunstverein Apolda Avantgarde auch an die Städtepartnerschaft und an die Stadt Apolda natürlich, dass sie uns immer so schön zur Seite stehen und helfen. Jetzt verraten Sie mir mal noch, weil ich bin ja nicht der Apolda, welche Städte sind es denn? Das sind, also ich fange mal mit Frankreich an, Seclang, Frankreich. In Amerika Rapid City, dann ist unsere Apolda Stadt, da haben wir die Stadtfarben genommen, ansonsten die Länderfarben, damit man das besser symbolisieren kann. Dann haben wir San Miniato in Italien. Das ist aber eine Partnerschaft, da sind wir schon immer als Kunstverein der Zeit ein bisschen voraus. Wir haben gesagt, das wird was. Und im Herbst wird ein Partnerschaftsvertrag unterschrieben. Und dann haben wir noch Schweden, Schweden. Sagt mal schnell Schweden! Helft uns mal! Max Kommun. So. Genau, so ist es. Dankeschön. Bitteschön. So viele Dirndl und Lederhosen hat die Landesgartenschau wohl sicher noch nicht gesehen. Vox Club war am Abend angesagt und ich suchte das schönste Dirndl Thüringens. Überrascht war ich etwas, woher sie nur alle kamen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, wir suchen das schönste Dirndl Thüringens heute. Ja, dann vielleicht ich. Kommst du aus Thüringen? Nee, leider nicht, aus Berlin. Aus Berlin. Oh, und da kommst du extra heute zur Landesgartenschau wegen Foxlub. Richtig, genau. Und jetzt schon was ordentliches, schönes gesehen hier? Wir sind gerade erst angekommen, ich konnte noch gar nicht richtig alles anschauen. Dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß. Dankeschön. Ja, und wieder habe ich Dirndl und Lederhose gefunden. Hallo, ich grüße euch. Ja, schönen guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Wo kommst du her? Ich komme aus Weimar. Aus Weimar und dann in der Lederhose? Ja klar, wir dachten uns, bei dem schönen Wetter müssen wir die Chance nutzen, einmal hier zur Landesgartenschau und mal im Dirndl und Lederhose kommen, oder? Also nicht wegen Foxlub dieses Wochenende, sondern einfach so? Natürlich wegen Foxlub, wegen wen denn sonst? Alter. Wo kommt denn deine netten Begleiterin her? Ach ja, ich komme aus Weimar eigentlich. Ich wohne jetzt in Weimar. Jetzt ist mein Mann. Hm? Ja, ich studiere in Weimar. Aber du bist ja kein Thüringer geboren. Ja, genau. Ich komme aus Seoul, ja, in Südkorea. Ja, genau. Und heute noch jemand aus Südkorea mitgebracht? Ja, sie ist meine Freundin. Ja, sie hat auch einfach mich besucht. Ja. Also sage ich mal so, der weitest angereiseste Gast für die Landesgartenschau heute wahrscheinlich. Ja. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß hier auf der Landesgartenschau. Toll seht ihr aus. Dankeschön. Alles klar, tschüssi. Tschüss. Schönen guten Tag. Wir suchen die beste Lederhose Thüringens heute. Hallo, darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Breitung. Breitung in Thüringen? Natürlich. So, heute wegen Voxlub hier. Natürlich. Dürfen wir mal ganz kurz, wie sauber die Lederhose ist. Wunderbar. Dann wünschen wir viel Spaß. Wunderbar, danke. Hallo, wir suchen das schönste Dirndl und die schönste Lederhose. Wo kommt denn diese schöne Lederhose her? Genau. Aus Apolda. Apolda, ihr seid also Apolda. Extra wegen heute diese Lederhose gekauft. Ja, selbstverständlich, man muss ja immer ein bisschen aktuell sein, oder? Jetzt brauche ich noch Dauerkarte oder heute nur? Nee, wir...
Aber wir waren schon so viel mehr da, wir hätten noch eine Dauerkarte kaufen können. Ja, kann man immer noch machen, gell? Immer dann, tschüssi. Ach, da haben wir doch wieder zwei erwischt. Hallo, ich grüße euch. Hallo, wo kommt ihr her? Aus Stuttgart. Du kommst aus Stuttgart und du? Aus der Nähe von Stuttgart. Und seid ihr extra jetzt nach Apolda gekommen? Genau, also ich schon. Sie wohnt hier schon, weil sie eine Ausbildung macht. Hm. Aber ich bin extra deswegen gekommen sozusagen, ja. Für 15 Euro für Foxclub? Für 2,50. Für 2,50. Ist ja noch preiswerter. Weil ich noch 17 bin, genau. Alles klar. Und dann feines Dirndl an. Ja, extra genau. Heute angezogen. Natürlich. Wenn man schon einen Anlass dazu hat, hat man nicht so oft. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Danke, tschüss. Aus Naumburg. Und heute extra wegen Boxclub hier? Ja. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Reichlich Lederhosen unterwegs. Auf meiner Suche traf ich doch dann noch jemanden, der mir bekannt vorkam. Oh, hallöchen, ich grüße die Chefin der Landesgartenschau in Schmalkalden hier in Apolda. Ich grüße dich. Ja, hallo, schön. Und, mal was gesehen jetzt? Ja, ich war ja schon mal da. Ich kenne das Gelände, ich war ja zur Eröffnung eingeladen und war dann auch noch mal mit den ehemaligen Gästeführern von der Schmalkalder Landesgartenschau hier auf Exkursion, ja. Und heute noch mal zu Besuch? Und heute privat. Heute privat, weil heute die Magic Acoustic Guitars hier spielen und die Band finden wir so gut. Nicht noch zu Foxclub heute? Ich glaube nicht, nein. Was ist anders? Du hast ja nun beide Landesgartenschauen gesehen. Was ist anders? Hier ist es natürlich ein historischer Park und es ist ein großes Gelände. Das ist logistisch gut für die Besucher. Und in Schmalkalden, da war es eben so, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, drei ehemalige Industriebrachen erstmal in Parks umzuwandeln. Es waren natürlich noch junge Parks. Und wir wollten unseren historischen Schlossgarten wieder in Ordnung bringen, was uns ja auch gelungen ist. Und unser Konzept war eben so, dass man diese einzelnen Gebiete durchwegen musste und außerdem dann noch die Altstadt dazwischen lag, weil die wollten wir unbedingt herzeigen, denn die ist ein Schmuckstückchen. Das haben wir ein paar Mal gesehen. Ist es jetzt in den letzten zwei Jahren, habt ihr was gemerkt, dass es mehr Besucher da waren, die gesagt haben, oh, Landesgartenschau, waren wir da, jetzt kommen wir nochmal? Ja, es gab 2016 die Wiederholungstäter, die gesagt haben, ach, es war viel zu kurz, als wir 2015 bei euch waren. Jetzt gucken wir uns noch mal die Stadt an. Und wir hatten natürlich auch viele Reisebusse, Reiseunternehmen, die gesagt haben, wenn die Landesgartenschau vorbei ist, bleibt aber die Stadt. Und die ist natürlich interessant anzuschauen. Und es war natürlich auch eine gute Grundlage, gerade jetzt für 2017. Da spielen wir ja mit in dem Reigen der Reformationsstädte. Dann wünschen wir dir hier noch ganz, ganz viel Spaß heute und viel Genuss bei der Musik hören. Dankeschön. Tschüss. Na, tschüss. Ein Blick in die Blumenhalle ist Pflicht. War ich doch drei Wochen nicht vor Ort. Thüringer Gastlichkeit zu Tisch. Also praktisch Tischlein deck dich, sage ich einfach mal. Mal sehen, ob ich jemanden finde, der mir hier was erzählen kann. Ach, eine alte Bekannte. Sabrina, ich grüße dich. Hallo. Servus. Schön dich zu sehen. Fachmann oder Fachfrau in der Beziehung. Thüringer Gastlichkeit, um was geht's? Thüringer Tischkultur, es geht um ganz, ganz viel Tischkulturliebe, es geht um regionale Produkte, es geht um gutes Essen, es geht aber auch natürlich um den vollendet gedeckten Tisch. Auch das ist Tischkultur, nicht nur, aber auch. Und es geht natürlich auch um Porzellan, Glas, Keramik und ganz, ganz viele andere schöne Sachen, die man so in Thüringen findet. Das heißt also, Thüringer essen natürlich auf Thüringer Porzellan. Ja, und auch natürlich, wo kommt das Essen her? Es ist vom Direktvermarkter, vom Bauern nebenan, ist es vom Wein nebenan, guten thüringischen Wein, darf man nicht verachten. Und all das ist so diese Gesamtheit der Thüringer Tischkultur. Wo kommt das Essen her? Wie wird es zubereitet? Natürlich ist es lecker, das ist ganz wichtig, aber eben auch auf welchem Porzellan und natürlich nicht zu vergessen, auf welcher Töpferware zum Beispiel und in welchen Gläsern werden die Sachen serviert. Und das habt ihr jetzt hier die letzten 14 Tage ausgestellt und du kennst dich aus, oder? Ich probiere es. Alles klar, dann zeig mir einfach was. Mhm. Ja, Katharina, zu DDR-Zeiten, jeder wollte es haben, Bürgler Porzellan, oder? Bürgler-Töpferware. Porzellan und Töpferware sind beides Keramik. Ich sag ja, Fernsehen bildet. Ja, genau. Und die Bürgler-Töpferware haben wir da. Gehört einfach der Thüringen dazu. Gehört dazu. Ne? Das hier haben wir jetzt von der Töpferei Echtbürgel ein paar Leihgaben. Das ganz typische Bürgler blau-weiß. Macht sich natürlich besonders gut mit Gänseblümchen. Überall immer. Ist jetzt nichts, wo man vielleicht sagt, das ist jetzt die Riesenfest. Aber man braucht auch mal was, was ein bisschen heimeliger ist, was wirklich so ein bisschen für die Küche, so auch ein bisschen an Landlust erinnert. Gibt es übrigens auch im Porzellanstil, nicht jetzt blau-weiß, aber auch so ein Porzellan, wo man jetzt nicht
Angst hatte, oh Gott, was mache ich, wenn ich das anfasse, von der ältesten Volksstätte. Habe ich auch sehr, sehr gerne. Das ist auch so schön für einen Hausgebrauch. Du lebst Porzellan, oder? Ja, ja, gell? Es sei denn, es fällt runter. Ja, gut, okay. Dann machen wir noch eine Runde weiter. Jawohl. Das Erste, was ihr hier ausgestellt habt, um was geht's hier? Es geht hier um den gedeckten Tisch, also Blumen und Porzellan. Du siehst schon natürlich, das sind keine Tische, sondern es ist sehr dekorativ, künstlerisch inszeniert, wie man Porzellan mit Blüten und mit Blumen so ein bisschen kombinieren kann. Und das hier kennen die meisten, das ist nämlich Kala-Porzellan. Und wenn du dich hier umschaust, siehst du verschiedenes Kala-Porzellan, unter anderem die Form Elixier, die die hier haben. Und was ich ja ganz besonders toll finde, sind diese Tassen. Die sind klasse. Stimmt. Erfurt, New York, Jena. Ja, alles Weltstädte. Alles Weltstädte. Alles Weltstädte. Das sind diese Touch-Tassen, die sind so, ich sag mal, sind Kuscheltassen. Und wenn du mal unten runter guckst, das kennst du von deinem Kaffeehändler nebenan. Das sind Coffee-to-go-Tassen, aber aus Porzellan. Mit ganz vielen tollen Farben. Ich habe eine im Auto. Damit sparen wir Pappbecher. Die sind ganz klasse, die sind stapelbar und sie sind natürlich ganz toll anzusehen. Wesentlich schöner als der Pappbecher vom Coffee-Dealer nebenan. Sag mal, Sabrina, was ist dein persönlicher Favorit hier? Es gibt ganz viele persönliche Favoriten. Es sind ja auch alles Partner der Thüringer Tischkultur, die ihr Porzellan hier zur Verfügung gestellt haben. Aber so ein ganz besonderer persönlicher Favorit ist das, wo wir hier gerade davor stehen. Das ist auch Reichenbach, wo wir gerade waren. Und das ist so diese Linie New Baroque. Und wenn du dir das anguckst, das sieht halt sehr, sehr edel aus, wie viel Porzellan natürlich. Und es ist komplett spülmaschinenfest. Ach so, was gibt es noch alles hier in der Blumenhalle? Dann müssen wir mal noch ein Stückchen gehen, da gibt es noch mehr. Ja, Sabrina, jetzt sind wir eigentlich in Triptych, ne? Ja, Eschenbach, genau, Eschenbach Porcelain Group. Und jetzt wird's bunt. Jetzt wird's richtig bunt. Und zwar nicht nur vom Geschirr, das siehst du ja da drüben, sondern auch von dem, was man auf dem Herd stellt. Komm mal mit, zeig dir mal. Das hier, das ist dieser Porzellankochtopf. Cook and Serve heißt er. Wie du siehst, gibt's ihn in ganz vielen verschiedenen Farben. Und den kannst du auf jedweden Herd stellen. Induktion, auf dem Grill. Das war das neue Porzellan, was die mal vorgestellt haben, ne? Richtig. Ich bin total verliebt. Und das kommt aus Triptych? Das kommt von Eschenbach aus Triptych, genau. Alles klar. Da, wo mal Zwiebelmuster war, ne? War in Triptych. Ja, die hatten alle irgendwann mal Zwiebelmuster. Ja, irgendwie hatten die alle mal Zwiebelmuster. Ne? Und wir haben es alle noch zu Hause im Schrank stehen. Ja, das ist richtig. Alles klar. Und was gibt es jetzt noch Wunderbares oder was Neues noch hier in der Blumenhalle? Oh, wir können mal ein Stückchen nach vorne zu den Vitrinen gehen. Da ist auch noch Porzellan. Ne? Porzellan ist ja nicht nur Teller, Tasse, Schälchen. Porzellan könnte ja auch eine Figur sein. Zeige ich dir hier vorne. Das heißt also, Figuren eigentlich wie auf der Leuchtenburg, ne? Das ist da eigentlich diese Porzellanzentrum in Thüringen jetzt zurzeit. Genau. Die Leuchtenburg ist der perfekte Platz, um Porzellan auch mal von der Geschichte her zu erleben. Und zwar nicht so staubig, wie man das aus Museen kennt, sondern richtig interessant. Und die Leuchtenburg ist der perfekte Platz, um wünschelos zu werden. Ja, das weiß ich. Ja. Zum Thüringtag haben einige ihre Wünsche dann am Montag von dem großen Skywalk runtergeschmissen. Das ist richtig. Das muss man aber auch mal persönlich erlebt haben. Die Wünsche gehen unter Garantie auf Erfüllung, wenn es Herzen und Unlöben. Ja. Wann gehen die Erfüllung? Unter Garantie, wenn es Herzenswünsche sind. Alles klar. Gut. Ja. Ja, Sabrina, jetzt sind wir an diesen berühmten Vitrinen, was du mir erzählt hast. Ne? Was heißt berühmt? Hier haben drei unserer Porzellinerpartner Platz gefunden. Und wir gehen mal ganz kurz vom Tischporzellan, was Teller, Tasse, Schälchen anbelangt, weg. Und ich zeig dir mal die Amelie. Komm mal Amelie. Mit. Ja, das ist die Amelie. Die stammt von der Porzellanmanufaktur Wagner und Apel aus Lippelsdorf. Da kannst du mal hinfahren. Warst du da schon mal? Nein. Lippelsdorf. Lippelsdorf, Gräfental da unten. Und die haben noch eine echte Dampfmaschine zum Angucken. Ach, was ist eine Dampfmaschine? Ja, eine Dampfmaschine ist das, wo vorne Wasser reinkommt und hinten kommt Dampf raus. Ne? Ja, wenn man richtig Feuer drunter macht. Ja, genau. Richtig. Und da kommt die Amelie her, die wir hier auch ausgestellt haben. Kann man sich auch auf einen Tisch stellen. Mal eine Figur und nicht immer als Dekoration und nicht immer nur Teller, Tasse, Schälchen. Das gehört zur Tischkultur dazu. Genau, gehört dazu. Dann eine ordentliche Dekoration. Gibt's noch was? Oder haben wir es geschafft? Fast. Schau mal darüber. Ah. Das ist Weimar-Porzellan. Das haben wir hier drüben übrigens auch nochmal. Da siehst du einen ganz großen Unterschied in der Art und Weise. Links das Dekor Katharina, so wie man es auch etwas kennt von der heimischen Kaffeetafel mit der Weimarer Rose oder Rose von Weimar. Und das hier, das ist sehr modern. Wenn du dir das mal anschaust, du kannst die Schale als Müsli-Schale verwenden, du kannst sie als große Tasse verwenden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das erinnert an die Funktionalität vom Bauhaus. Das heißt also, ich brauche 6 Tassen für alles.
Ja, zum Beispiel, je nachdem, was du servierst. Und jetzt will ich von dir noch wissen, wieso bist du so ein Porzellanspezialist geworden? Tja, durch die Leuchtenburg. Ich habe sehr lange in Kahla gewohnt und wenn man in Kahla wohnt, kommt man an der Leuchtenburg nicht vorbei. Dann kommt man am Porzellan nicht vorbei. Nein, dann kommt man am Porzellan nicht vorbei. Und wir bei der Tischkultur, weil es eben natürlich auch eine sehr lange Tradition in Thüringen hat, wir lieben das Porzellan und uns hat alle eine ganz große Epidemie ergriffen. Die Bodenmarkenguckerei. Wir müssen immer unten drunter gucken. Bodenmarkenguckerei. Ich werde mich jetzt bemühen, in Zukunft auch nach unten zu schauen, wo es herkommt. Ja. Wir danken dir auf jeden Fall für diesen kurzen Rundgang hier und für die Einführung in diese Porzellanwelt. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt musste ich mich aber etwas beeilen. Vorbei an den Fans hatte ich doch noch einen Termin. Ja, ich habe es geschafft, kurz vorher nochmal Fox Club zu bekommen. Hallo, ich grüße euch. Grüße euch. Hallo. Sag mal. Gleich Korrektur, es ist nicht Fox Club, es ist Vox Club. Ah ja, Mensch, richtig. Ich sage immer, Fernsehen bildet. Aber stellt euch da einfach mal selber vor. Ich bin der Florian. Ich bin der Stefan. Der Christian. Der Bini. Der Michi, servus. Sagt mal, und was können wir heute erwarten an Musik? Ich weiß, ihr, eure Hit gehen zum Oktoberfest hoch und runter, auch hier auf der Landesgartenschau? Ja, bunte Mischung. Also natürlich Rock Me ist, glaube ich, das Lied, was man am meisten von uns kennt. Und wer das kennt, der wird schon mal nicht enttäuscht. Und dann haben wir eigentlich ganz viel dabei, ist für jeden was dabei. Einfach viel Tanzen, viel Bewegung, viel coole Musik. Und wir haben viel... Ist egal. Hier. Ich kann gerade weitermachen. Wir haben eine geile Liveband mit... Wer ist der Nächste? Ja, genau. Live-Fans, wir haben verschiedene Balladen mitgenommen. Jetzt singen wir natürlich A Cappella heute auch noch. Und der Nächste? Ich kann gar nichts sagen. Ja. Wir haben vier tolle Mädels in der Live-Band, das kracht ordentlich und wir werden heute unsere ganze Breite an Repertoire präsentieren und viel Spaß haben mit den Leuten. Sag mal, euer Motto heißt ja von der Bierbank zur Bühne. Ihr seid hier in der Stadt. Apolda Bier, habt ihr das schon mal gekostet jetzt? Ihr seid auf der Landesgartenschau. Übrigens, nicht gelaufen, die sind gefahren. Aber ja, wir mussten aber zum Soundcheck und wir wollten noch kurz was sehen. Das ist unsere Ausrede. Ja, und fahren hat Spaß gemacht, es war sehr lustig. Aber Bier, natürlich, wir trinken Bier, wir freuen uns auf Apolda Bier. Auf jeden Fall. Wir haben es wirklich schon, also drei von uns waren schon bei der Pressekonferenz und weil wir da noch Auto fahren mussten, durften wir das dort nicht trinken, haben aber einen Kasten mitbekommen. Dieser Kasten existiert nicht mehr, so gut war das. Das möchte sein. Der ist natürlich bei Flo, den haben wir nie gesehen. Er war bei Flo. Sag mal, ist das eure erste Landesgartenschau, wo ihr spielt? Ja, das ist... Wer will? Auf keinen Fall, wir waren ja in Landau. Ach, in Landau. Genau, richtig, in Landau. Aber die erste Gartenschau hier in Thüringen. Richtig, so sieht's aus. Also ich sag mal einfach, geiles Konzert wünschen wir euch und richtig gute Stimmung hier draußen und ohne Regen, ne? Ja, wir haben ein geiles Himmelblau mitgebracht. Ihr habt das bayerische Himmelblau, ne? Ja, das auch. Alles klar. Tschüss, Dankeschön. Ciao. So langsam füllte es sich. Erwartete uns doch ein Feuerwerk der guten Laune. Und ich stand nun vor dem Problem, aus 120 Minuten 3 zu machen. Rund 7000 Gäste waren gekommen. Welch geniale Stimmung, mit Sicherheit ein Höhepunkt der Gartenschau in Apolda. Und wir haben eine Wahnsinnsband auf der Bühne, auf die wir uns alle seit Monaten freuen. Und deshalb sage ich jetzt, Bühne frei, hier ist Vox Club. Alles wie im Traum, unser Sonnentisch ist gedeckt. Servus! Geiles Himmelblau, fabelhaft für Frauen, alles läuft perfekt. Hey! Geiles Himmelblau, alles wie im Traum, unser Sonnentisch ist gedeckt. Geiles Himmelblau, fabelhaft für Frauen, alles läuft perfekt. Alles wie im Traum, unser Sonnentisch ist gedeckt. Einen wunderschönen guten Abend in und bei der Landesschau Apolda. Servus! Wir sind der Vox Club und ihr seht einfach nur saugeil aus. Wahnsinn, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich habe gerade gehört,
Wir haben mehr Leute als Beatrice Egli. Das ist zum ersten Mal, dass so viele Leute zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank dafür. Danke sehr. Es ist uns eine große Ehre. So, und auf geht's, Apolda. Wir heizen uns gegenseitig ein bisschen ein. Hey. Jawohl, die Hände nach oben. Und Freunde, wir sehen euch da ganz hinten oben auf dem Berg. Schön, dass auch ihr da seid. So, also es muss ein bisschen kribbeln zwischen die Finger, weil wir kommen zum Motto des heutigen Abends. Halt, wir sind ein bisschen laut. Heiz wird's ein bisschen laut, heiz wird's ein bisschen laut, wer denkt an Schlafen, außer die Braven? Hey! Wow! Heiz wird's ein bisschen laut, juhu, juhu! Heiz wird's ein bisschen laut, juhu! Heiz wird's ein bisschen laut. So, Partyfreunde von Apolda, es kommen euch die Hände! Die Party läuft, würde ich sagen. Saugeil! Oh, Wahnsinn, es ist einfach nur Wahnsinn. Ein kleines Kompliment am Rande, Nancy. Das hat es richtig gut geklappt mit dem Singen. Und getanzt hat sie auch schon richtig, richtig gut. Sag mal, bist du alleine hier? Dumme Frage, weil er ist ja gleich angezogen, ne? Wie heißt denn du? Wie? Verstehe ich nicht, ich nenne dich Manfred. Okay? Nancy und Manfred, passt perfekt. Es passt perfekt. Ihr zwei seid ganz schlimm, das sieht man von der Weite schon. Ist mir schon aufgefallen, dass wir auf die Bühne gekommen sind. Darum hat der Flo sie auch gleich gepickt. Ja, ja, ja. Darf ich euch was fragen, ganz indiskret? Könnt ihr die Kinder mal die Ohren zuhalten? Könnt ihr euch noch an euer erstes Mal erinnern? Christian! Und wenn wir dann zwischendurch 2-3 Tage frei haben, dann fahren wir natürlich alle nach Hause zu unseren Familien, zu unseren Freunden und versuchen ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu verdauen, was wir alles erleben dürfen. Ich fahre dann sehr gerne zwischendurch in die Berge, weil da kann ich so richtig runterkommen und fühle mich frei. So viel Feiersang davor. Wir wollen immer über uns sein und haben uns selbst dabei verloren. Sonne nachts untergeht und im Wald die Nachtigall singt, frei existierende nicht verkehrt, weil der Bur dann zu ihr kommt. Der du siehst, der du schau, wie du gehst und wie du stehst. Hey! Und schaust, schaust genau, wie sie ihre schönen Waden dreht. Und wir brauchen euch, aufgehen! Jetzt ist wieder so, weiter noch einmal! Aufgehen! Bald wird!
Straße, Transponto. Ein riesen Servus miteinander. Ab heute! Darf ich mal fragen, wie hat's gefallen? Oh, super war es, einwandfrei. Habt ihr sie schon mal gesehen? Nee, live noch nicht. Ja, ja, klar. Danke. Super, das erste Mal gesehen, aber super. Dankeschön. Super geil. Super geil. Einfach nur genial. Habt ihr schon mal live gesehen gehabt? Wir waren in Tambach damals und da waren sie schon genial, aber hier in Apolda, das war einfach nur der Oberhammer. Gut, einwandfrei. Einwandfrei. Geil war's. Habt ihr sie schon mal live gesehen oder das erste Mal? Nee, das erste Mal. War genial, ne? Einwandfrei. Geil. Alles klar. Super! Was sagen die Männer? Geil. War sehr gut, ja. Habt ihr das schon mal live gesehen oder das erste Mal? Nein, das erste Mal heute. War sehr schön. Und ewige Zugaben, oder? Ja, das sagt's jetzt. Ne, das lief. Das lief. Das lief. Beste Konzert bisher. Hier auf der Landesgartenschau ist das beste Konzert? Kannst du ganz solo Schwachmaten alle weghauen. Alles klar, danke schön. Na super, hat mir das gefallen. Ich wusste gar nicht, wer das ist, aber jetzt weiß ich es. Ja, ja. Und ich komme auch wieder. Hier aus Apolda? Ja, ja, ich bin aus Apolda. Dauerkarte? Dauerkarte. Ist doch geil, oder? Ja. Hallöchen. Hallöchen. Na, na, wie war's? Na super geil. Ihr war richtig, richtig toll. Also eigentlich war es mega, gell, wenn man das so sagen will. Ne? Genau. Schon mal live gesehen? Nee, leider noch nicht, aber ich kenne sie auch schon seit 4 Jahren über YouTube und über ihren Flashmob, den sie dazu mal gemacht hatten im Biergarten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war richtig genial. Also und die haben eine super Bühnenshow gemacht. Da habe ich lange nicht so was Gutes erlebt. Super war's. Das erste Mal live gesehen? Ja, das erste Mal live. Und weit angereist, ja. Von wo sind Sie denn? Aus Hessen. Aus Hessen, extra ja, na klar. Alles klar, danke. Bitte.